Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt irgendwo auch die Mathilde in der alten Basis. Genau, und die Mathilde ist gerade nach Hause gekommen, zurück vom Fledermausturm. Checkt einmal, ob Sir Bowen fertig ist. Ja, ich bin noch nicht zu Hause. Ich bin erst 5 Meter gegangen quasi. Also wir sind gerade diesen Fledermausturm runter. Ich bin hier lang gelaufen. Ich habe eine Höhle entdeckt, die wir noch gar nicht kannten. Nicht die Spielerhöhle. Ich habe den Namen vergessen. Zeig mir den Namen an. Degeneranten. Ach, irgendeine Höhle. Kann's nicht aussprechen. Da wollte ich jetzt mal reingehen und dachte mir, hey, das machen wir nicht mal offscreen, das machen wir mal, wenn wir online sind. Also, wenn wir euch das auch zeigen. Ups. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen Heinrichs Folge. Ich bin jetzt einfach nur in die alte Basis zurückgekehrt. Sir Bowen ist mittlerweile fertig. Ich werde mich dann auf dem Weg in die neue Basis machen. Ja, hier gibt es ein bisschen Kristall. Bisher, ich weiß nicht, wie groß die ist, aber bisher die Mutanten, die knusper ich ja weg. Das ist ja kein Hindernis. So ein bisschen Mutanten. Ein bisschen Kristall nehme ich dann auch schon mal mit. Die Kartenräume brauchen wir die, ja. Oh, noch Mutant. So sind mir die Gegner am liebsten. Ja, kommt her. Ach ja, ich wollte ja noch das Wölfchen holen. Die Mutanten laufen hier rum, ey. Ich will nicht lügen, aber es kamen gerade 10 Stück. Ich hoffe, du schaffst das. Ja, die knusperst du locker weg. Das ist, bei uns in der Gegend würde ich das nicht so hinkriegen. Und die bringen lecker Tierhaut. Gute Tierhaut meine ich. Ah, ich werde jetzt hier aber nicht alle Kristalle abbauen. Ich will nur mal kurz gucken, was es sich hier dreht in der Höhle. So, mach jetzt mal das, was ihr vorgeschlagen habt, wie man 2 Begleiter mitnimmt. Ich habe jetzt einfach mal hier diesen Träger genommen und tue so, als ob ich den irgendwo platzieren möchte. Und so werde ich jetzt diesen Weg zurücklegen. Tja, ich glaube, die Höhle war doch enttäuschender, als ich dachte. Es ist einfach nur eine kleine Höhle, wo Kristalle sind und halt, ja, diese Mutanten hauptsächlich. Oh. Okay, man muss den zwischendurch immer mal absetzen, weil jetzt ist er zu weit weg. Okay. Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Toll. Also immer zwischendurch mal absetzen. Heinrich enttäuscht. Die Höhle ist doof. Ich dachte, jetzt kommt hier noch so ein toller kleiner Gegner, den ich irgendwie noch zerhackstückeln kann oder so. Oder wenigstens eine Truhe, aber nein. Nichts. Nur Kristall und Mutanten. Heinrich ist enttäuscht. Muss ich aber noch einen Umweg laufen. Ach, versuchen wir es querfeldein. Na, es kann sein, dass ich diesmal tatsächlich ein bisschen kämpfen muss, wenn ich den immer so absetzen muss. Na, kommt es nicht so gut voran, ne? Vor allem, weil man falsch läuft. Weil ich kann dann halt nicht so ewig lange vor einer Hyäne wegrennen. Ich keine Lust habe, mit der zu kämpfen. Halt! Was tust du? Idiot! Vor allem, wenn ich ihn in der Nähe von irgendeinem Tier absetze, fängt er natürlich gleich an, sich zu kloppen. Idiot. Ah, es tut mir leid. Also, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr was zeigen. Jetzt seht ihr uns natürlich wieder beim Laufen. Naja, das Spiel ist auch so ein bisschen Walk-Simulator, ne? Ein bisschen Laufen gehört ja auch dazu. Ja.
Ja, wir dachten uns schon, wenn da jetzt eine neue Höhle ist, dann kann man die ja nochmal zeigen. Ja, der Wille war ja, der gute Wille war ja da, ne? Aber kann ja keiner ahnen, dass das so eine Popelhöhle wird. Nö, jetzt war der wieder zu weit weg. Wegen diesem scheiß Krokodil. Scheiß Krokodile. Muss ich den wieder suchen, wo der stehen geblieben ist. Das ist jetzt richtig fuck. Ja, du sagst es. Ja, ich wollte ein bisschen abkürzen. Steht im Wasser. Aber. Problem ist, wenn ich kämpfe, dann seht ihr nichts. Es ist dunkel. Es ist wirklich dunkel, wirklich realistisch. In der Nacht ist es dunkel. Oh nein! Ah, noch mehr Skelette. Ihr kleinen Kanten. Nicht wegrennen, komm her. Kommst du her? Aus, böser Träger. Oh. Idiot. Das gibt's doch nicht. Der macht mich fertig. Nein, du kleiner Hurenbock. Oh. Ich lauf außen rum. Scheiße, ist noch einer hier. Ich muss weg, ich muss weg. Heinrich, ich muss weg. Nichts mit Abkürzung. Das war eine dumme Idee mit der Abkürzung. Ach, da waren noch zwei andere. Ich habe gegen vier gekämpft, das wusste ich gar nicht. Ich habe nur zwei gesehen. Scheiße. Nicht mal in Ruhe eine Abkürzung kann man nehmen hier. Wahres Wort, sagst du. Wenn dieser dumme Träger sich immer kloppen will. Ah, oh, Skorpion, da hinten ist aber eine Öffnung. Ich riskiere es jetzt, ich renne da durch. Aber ein Heiltrank. Wir hauen uns so einen Heiltrank rein. Oh, fuck you! Du rennst durch die Stadt? Ja, ich wollte da ein bisschen abkürzen, aber in der Dunkelheit habe ich die scheiß Skelette nicht gesehen. Erst habe ich einen gesehen, dachte mir, hey, wirst du fertig, ne? Dann habe ich, dann sah ich den zweiten und dann dachte ich mir, okay, den machst du fertig. Aber das Problem war, es war dunkel und dann habe ich einen getötet und ich habe trotzdem noch viele Schaden gekriegt. Das Problem war, ich habe dann gegen vier gekämpft. Hm. Weil in der Dunkelheit, wenn ich die Fackel wegnehme und kämpfe, dann sehe ich natürlich halt nichts, ne? Ja, okay. Und dann, als ich weggerannt bin und die Fackel in der Hand hatte, habe ich gesehen, ah, es sind vier gewesen. Das erklärt's. Wenigstens hast du überlebt, das ist das Wichtigste. Genau, und ich bin hinten durch und habe wenigstens so ein bisschen eine Abkürzung genommen. Ach, nur so ein bisschen. Gut, ist egal, jetzt renne ich außen rum. Das Wichtige ist, ich bin nicht gestorben und ich lebe noch. Genau. Ich mache drei Kreuze, wenn dieser Weg zu Ende ist, weil das ist voll nervig, wenn man den Träger immer absetzen muss. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dass das nervig ist. Wenn du eher an der Basis bist als ich, kannst du mir entgegenkommen. In der alten oder neuen? In der neuen. Wo bist du? Ich habe ja außerdem einen Sklaven. Und du bist direkt hinter mir, sehe ich. Ja, aber du hast selber einen Sklaven bei dir. Ja, wieso soll ich denn abnehmen? Wenn du in der neuen Basis bist. Ich weiß, dann soll ich mal hinstellen und dir nochmal 5 Meter zurücklaufen und dann entgegen. Ich wusste jetzt gerade nicht genau, wo du bist. Ja, ich sehe es ja auch selbst an der Karte, dass wir eigentlich ziemlich nah beieinander sind jetzt. Oh Mist, jetzt war ich wieder zu weit weg.
So, da hinten bist du. Nein, ich nehme keine Babyhähne mit. Weil wir ja noch nicht mal einen Pferch haben. Nee. Aber die müssten wir halt außerhalb der Mauer bauen, weil der riesig war, ne? Hm. Aber wir haben ja eigentlich relativ... Wo ist die doofe Hähne? Irgendwo da oben. Idiot. Ich versuche jetzt hier gerade schon extra einen Weg zu wählen, wo ich so wenig über den Weg laufe. Ja, mir fällt gerade ein, eigentlich kann ich auch Steine sammeln. Das kannst du tun. Wenn du noch Platz hast. Ja, ich brauche ja eh noch Sandsteinmauern, das kann ich ja... Die kann ich ja dann quasi schon auch bauen, wenn ich dann wieder zurück bin, weißt du? Ein kluger Gedanke. Kannst auch gerne Kohle sammeln, wenn du Waffenteile. Mach ich auch nebenbei, ja. Alles, was mir so entgegenkommt, wird zerhackt und zerhacktstückelt. Das ist auch gut. Wenn ich in der neuen Basis bin, weißt du was? Mauer. Ein Tempel? So eine Pickaxe. Oh, brauchst du da gleich zwei von? Halt, kann ich ja mittlerweile. Mathilda, hm? Das hab ich geerbt. Ja, das hast du gut gelernt. Sobald ich Level 43 war, gleich gelernt. Ah, der trägt sogar noch Holz rum. Mein Begleiter, das ist ja super, passt das ja. Dann hier nimm mal das und ich nehme dann Holz. Dann kann ich gleich Fundamente bauen. Juhu, ich bin schon mal bei den Mauern der namenlosen Stadt. Hurra! Ist ja nicht mehr weit. Dann kannst du dich auch anmalen. Dann können wir uns beide anmalen. Du hattest dich doch schon... Achso, das geht ja wieder weg, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es weggeht, wenn man ins Wasser geht oder so, aber auf jeden Fall bin ich nicht mehr angemalt. Können wir uns beide anmalen. Oho, wir malen uns gegenseitig an. Ja. Klingt ja ein bisschen schmuddelig. Hm. Wir machen uns nackt und malen uns an. Und dann wälzen wir uns auf dem Bett. Doppel. Wir haben kein Bett, wir haben nur Fell. Ja, wir wälzen uns auf dem Fell. Noch romantischer. Beim Lagerfeuer. Ja, ich sehe schon das erste blaue Zeichen von Sepermu. Hurra! Oh, da sind Menschen. Ach nee, das ist der Heinrich! Hallo Heinrich! Ach, du hier! Sei gegrüßt! Hi!
wundere mich, was Cola denn da oben so runter? Ja, bau ein bisschen ab, bau ein bisschen an. Was man halt so macht, ne? Oh, oh nein. Halt, stopp. Bleib doch mal hier stehen. Der Träger läuft mit dir mit, ne? Nein, der läuft nicht mit mir mit. Carsten läuft mit mir mit. Egal. Den Träger hebe ich immer auf und versetze ihn an eine neue Stelle. Und nicht zu weit weg, weil sonst meckert der zu weit weg. Zu weit weg, ja. Und dann muss ich wieder zurücklaufen. Und das macht das Ganze so nervig. Vor allem, wenn man wo langläuft, wo der Idiot dann einfach anfängt, den Rhino anzugreifen. Ja, flieg du, Rhino. Halt! Oh, jetzt greift er noch eins an. Ey, ich dreh durch. Gott sei Dank ist Carsten noch dabei. Oh, das gibt lecker Fleisch. Ja, das gibt es. Und gutes, verstärktes Leder. So, und du bist da hinten und guckst einfach zu. Wer guckt zu? Nein, ich wollte nicht Carsten versetzen. Oh! Du klingst etwas gereizt. Ach, ja, dann. Du musst, glaube ich, einfach mal ein paar Steine kloppen, das entspannt. Oh, dann kannst du das ja hier den Weg weitermachen. Nein. Ich bin noch so weit hinten, das geht leider nicht. Ja, vor allem jetzt habe ich hier einen Weg. Leibeigene sind hier nicht zulässig. Den kann ich jetzt hier nicht absetzen. Das heißt, ich muss einen riesen Umweg machen. Und da sind große, fiese Viecher. So ein super... Ich habe irgendwie nur die Hälfte verstanden, aber ja. Große Viecher. Ja, ich habe Angst, wenn ich den jetzt hier absetze, dass der anfängt, das Super-Rhino anzugreifen. Dann komme ich mal ein bisschen in deine Richtung. Dann helf dir zur Not, wenn ich dich finde. Ach, du bist ja gleich hier. Ah, da ist das Super-Rhino, was du sagst. Hier ist ein Skorpion. Ich mache hier gerade einen kleinen Umweg. Weil dieser Kniebel ja immer angreifen. Ah, scheiße, hier ist noch ein Skorpion. Nein, du kämpfst jetzt nicht. Alter Scheiß, kann ich das Teil absetzen. Oh, jetzt reicht's hier aber langsam. Skorpione, Entschuldigung.
Jetzt hast du mich wieder überholt. Nicht für lange. So, ich stell den jetzt hier einfach ab. Das ist Carsten. Bringe Carsten nach Hause und dann hole ich den. Das ist doch eine hervorragende Idee. Ja, jetzt sehe ich nämlich auch schon, unsere riesige große Basis. Hat sich ja schon was gemacht. Ist noch klein. Oh, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Rampe. Ja, beim Tor will ich auch noch Rampen bauen, aber die will ich dann auch aus Ziegelstein machen. Auf jeden Fall. So, Carsten, komm. Wo ist Carsten? Der hängt hier noch an der Mauer. Jetzt ist er da. Nicht mehr folgen. So, und jetzt hole ich diesen dummen Träger. Wenn ich den dummen Träger geholt habe, können wir endlich Sir Bowen ins Sklavenrad setzen. Hurra! Träger. Folge mir. So, was bist du für eine? Ach, du bist keine Frage. Halleluja. Ich mich das auf, ich kann hier gerade keinen Stein platzieren, dann versuche ich später nochmal. Oh, wir brauchen dringend hier Schleimsuppe. Wo ist jetzt mein Träger? Da. Du. Bleiben. Du bleiben. Habe ich ja einen Kopf bekommen. Ups. Das war ja cool. Im Flug habe ich was gebaut und bin quasi gegengesprungen. Ah, aber das Wölfchen kann ich aufstellen. Ah, es geht hier nicht. Guck mal, da Wölfchen. Wo? Au. Okay, sehe ich. Fortan seist du bekannt unter dem Namen Akela. Hat der Name irgendeine Bedeutung? Nur für welche, die sich gut im Dschungelbuch auskennen. Nein. So, dann setze ich jetzt mal Herr Bowen. Komm, Sir Bowen. Du wirst jetzt unser Sklavenrat bewachen. Heinrich, willst du das miterleben? Ja. Will ich. Packe ich jetzt Sir Bowen da rein. Bitteschön, Sir Bowen ist da. Ja! Dann ist auch gleich der Schmied fertig. Ach, das ist der hier kniet. Nee, wir brauchen erst noch Schleimsuppe. Kommt hier gerade ein Sandsturm? Ja, sieht so aus. Dann gehe ich mal rein. Ist mir zu windig. Und wir brauchen Schleimsuppe. Genau, mach doch mal die Tür zu, es zieht. Wir
brauchen Samen. Ja, kann ich leider nicht gerade mit ihnen. Menno. Ah, aber hier, wir haben einen besseren Fitstoff. Witsch, witsch. Ja. Oh, der hat ein Rezept für Tee. Aus Öl und Rohr. Oder Harz und Rohrasche. Oh, und der kann aus Rinde Gewürze machen. Ach ja, wollen wir uns anmalen in diesem feurigen Sturm? Können wir gleich machen, warte. Die Kriegsbemalung ist im Träger. Die so furchtbar. Wieso? Ist dann Sturm schon vorbei? Weiß es nicht. Ja. Klingt aus, ja. Doch, die ist das. Auch nur Ästchen. Juhu, ich stelle uns Spitzhacken her. Eine Kombination aus Axt und Pickel. Yeah. Huhu. Oh, das dauert ja lang. Huhu. Ah, zur Hälfte ist das erste schon fertig. Ach ja, diesen abkundigen Stab wollten wir ja nochmal aufstellen. Die Frage ist, wo wollen wir den aufstellen? Oh. Das ist eine gute Frage. Wollen wir uns erstmal anmalen? Einen Augenblick, ich will noch 100 Holz loswerden. Yay, die erste Spitzhacke ist fertig. So, jetzt können wir uns gerne anmalen. Ich hab eine Spitzhacke, guck mal. Guck mal, Heinrich. Ich hab eine Spitzhacke, guck mal. Ja, die kenne ich schon. Ich hab sie auch einmal kurz gehabt, bis sie kaputt war. Ich kann sie nicht reparieren. Also quasi einmal haben wir sie nur irgendwo hier rumfliegen, in der Werkzeugkiste, glaube ich. Okay, also ich bin angemalt. Also ich bin nackt. Hast du dir dein Malzeug schon geholt? Malzeug ist im Träger. Muss ich das ausrüsten? Nö. Malzeug habe ich. Jetzt muss ich nur auf einfach mal ausrüsten. Ausrüsten. Haltbarkeit. So, ich bin angemalt. Ich auch. Aber du bist ja gar nicht ganz nackt. Ja, untenrum sieht man ja nichts, oder? Nee, stimmt. Siehst du? Die Sachen, die man angemalt hat, quasi, habe ich auch entblößt. Oh. Wir haben ein Hirschgeweih hinten, ja? Mhm. Und vorne. Vorne. Hinten. Ja, das sieht eher nach Elch aus. Boah. Der Elch, ja. Wir kämpfen für den heiligen Elch. Oh, ich muss einen Tribock abfeuern. Wo können wir denn einen Tribock abfeuern? Das muss ich auch. Da müssen wir erstmal einen Tribock bauen. Oh, meine Möpse wackeln, wenn ich springe. Warte. Ich leider doch so ein bisschen sehe ich das, ja. Stimmt. Die wippen noch nach. Warte mal ganz kurz. Ja, der weht auch im Wind. Ja, der schwängelt halt so rum. Okay. Deine Eier wehen auch im Wind.
Ja, muss man ja mal getestet haben, ne? So, und wo wollen wir jetzt den Stab aufbauen? Achso, ja, keine Ahnung. Schlafzimmer? Im Schlafzimmer. Das hier oben? Was wir noch nicht haben? Achso, wollte gerade sagen, soll es unser Schlafzimmer werden? Nee, ne? Das ist doch hier Küche oder so. Schlafküche, vielleicht so eine Wohnküche. Eine Wohnküche? Ich will doch nicht in der Küche schlafen. Kommt man da hin? Man kann ja noch eine Zwischenwand einfügen. Oder auf dem Hof. Da ist ja recht viel Platz. Kann man den später wieder aufheben? Ich habe keine Ahnung. Ich stelle den jetzt hier mal hin und dann gucken wir, ob ich den wieder aufheben kann. Sonst ist echt blöd. Boom. Irgendwas Tolles passiert. So. Oh, man kann mit ihm reden. Hallo, Star. Yes, yes! Okay. I live again! Oh, may the earth tremble at my coming! Oh, hello! Ah, well. I have you to thank for awakening me, yes? Oh, you've done a very great thing. My former masters were upset with my advice. I was thrown into that sewer in a fit of pique. Apparently, my endless wisdom was only at a premium when they were winning the war. Mhm. Red nochmal mit ihm. I've been trapped in a vat of slug feces for a few thousand years. Makes the throat a little raw. As if I have a throat. Now, on to the terms of our agreement. I promise to serve you, providing wisdom and knowledge until the day I'm returned to the one who summoned me. And in return, you promise not to throw me into any soup. So good? Excellent. Now, let's find out exactly where and when we are. Okay, der hat gesagt, wir müssen den Karten rumfinden. Achso. We can't be that far from the capital, or you'd be a pile of exploded guts. So logically, we must find the map room. Now, I need to get the lay of the land. Ja, muss ich orientieren und sagt dann, dass wir dahin müssen, ja? I haven't seen such a mess since the fall of Volusia. And look, the archivist. Oh. Sorry looking shade that he is. He could probably tell us something about the current situation. Na gut, wir wollten da, müssen da ja sowieso noch mal hin. Ah, holt er sich nur noch. Er ist ja ganz lustig drauf, der Stab. Ja. Mist, jetzt habe ich den Stein. Okay. Wollte ja noch ein paar Boden. Aber ich glaube nicht, dass ich den Stab nochmal irgendwie wegnehme, aber wegnehmen kann. Oh doch. Kann ihn wieder aufheben, woanders hinstellen. Super. Dann lasse ich ihn hier erstmal stehen. Mhm. Aber eigentlich könnte man auch so ein schönes großes Schlafzimmer für sich haben mit Tänzer und so. Oder die bauen eine Disco. Egal. Du und deine Disco. Ach ja, wir brauchen auf jeden Fall Samen, weil sonst kriegen wir hier keinen Schmied hin. Ja. Wir brauchen nämlich Schleimsuppe. Dann hast du die Aufgabe erkannt. Ich mache hier gerade erst nochmal die Bodenfliesen weiter. Diese Bodenfliesen? Ja, das, was ich hier angefangen hatte. Ja, ich wollte jetzt Rampen bauen. Ja, das kannst du ja machen. Ja, mach ich auch. Schön. Schön für dich auch. So. Dun.
Okay, dann muss ich definitiv Säulen bauen. Okay. Gut. Die Säulen werden ja schon besser aus Ziegeln. Gibt es keine Rampe von aus Ziegeln? Natürlich, Rezept Sandsteinrampe. Ja, ihr wollt keine Sandsteinrampe. Aus Ziegeln wollte ich welche. Rezept Ziegelrampe. Also ich habe eine. Vielleicht sehe ich auch nicht. Vielleicht, bin ich auch vielleicht kannst du die auch einfach nicht. Doch, ich kann die bestimmt. Die ist, wenn du im Handwerk guckst, also in dem Baumenü, ja, direkt neben dem Rezept für den Spiegel. Im Baumenü? Hm. Ziegel haben wir ja gerade nicht so viele. Schade. Ja. Ich wollte ein paar Säulen bauen. Na gut, dann gehe ich eben hier Dinger sammeln. Wie heißen sie gleich? Hm. Ziegel schräg doch. Also ich find's nicht. Kannst du offensichtlich. Aber was muss ich denn dafür lernen, verdammte Axt? Weil, du kannst mir auch das Zeug geben und dann baue ich dir so viele Rampen, wie du willst. Ne, ich mach das selber. Dann lerne ich das eben. Bitte? Lerne ich das? Ah, okay, hat sich erklärt. Gefunden? Frage ist, kriege ich mehr Samen mit der Hand oder wenn ich mit der Dings? Ich glaube mit dem Sichel. Dings. Mit der Sichel. Ja, mit der Sichel kriegst du eindeutig mehr. Gut, dann hole ich mir nochmal schnell die Sichel. Sichel, Sichel, Sichel. Und wir müssen hier auch irgendwann mal sortieren. Ja, das macht man nebenbei. Ich habe das schon so ein bisschen nebenbei gemacht. Ich brauche Samen. Samen, Samen, Samen. Gib mir eure Samen. Falsche Pflanze. Wer bist du? Irgendein dummer Kämpfer. Schalala. Ach, ein paar Aloe-Dinger kann man auch gleich mitnehmen. Wenn man schon mal hier ist. Hm. Es sind nicht so viele Pflanzen, von denen ich Dingens herkriege. Mann.
doof. Scheiße. Aber mit den Rampen ist nicht so einfach. Die mittlere hat gepasst, aber rechts und links davon kann ich keine bauen. Jetzt habe ich noch eine äußere gebaut. Die sieht aber irgendwie doof aus. Also da werden Treppen, glaube ich, besser. Treppen? Ja. Ich finde das total doof aus. Es ist schön, dass du das doof findest, aber Treppen sehen auch doof aus. Ja, aber die Treppen haben nicht diese doofe Kante nach oben. Ah, das stimmt, aber sieht auch doof aus. Die sind nicht so doof aus wie die Kann. Ja, dann reiß ich sie weg. Baue ich Treppen. Danke. Aus Holz. Ich kann nur. Oder die Sandsteintreppen kann ich bauen. Weil ich wollte Treppen ohne Geländer haben. Weil gerade beim Tor will ich ja so zwei, drei nebeneinander packen, weißt du? Ja, ja. Samen, ey. Ah, ich muss mal gucken, wie viel Suppen wir aus einem Samen rauskriegen. Bestimmt eine ganze Menge. Ja, bestimmt. Bestimmt so 10 Stück oder so wieder. Auch Wasser. Aber es gibt eine isolierte Holztreppe, aber die kostet zu viel. Vor allem brauchen wir dafür erstmal isoliertes Holz. Ja, ein bisschen haben wir, aber dafür will ich das erstmal nicht opfern. Das können wir später machen. So, jetzt koche ich erstmal. Sind wirklich blöd. So, und schon ist der Schmied fertig. Packe ich den jetzt auch sofort in die Schmiede. So sieht das schick aus. Das ist schön. Ich hätte es lieber aus Stein gehabt. Am liebsten aus Ziegelstein, aber da muss es halt so. Schön mit Ecken und dann passt das auch schön. Schick, schick. Also, der bringt viele, viele Waffen mit. Der Schmied, ja? Ja, oh. Viele brauchen wir noch nicht. Können wir nicht machen, weil wir gewisses Wissen brauchen, aber... Bei Waffen muss ich auch mal gucken. Der bringt schon gute Sachen mit. So aus dem Weg? Oh, Carsten. Carsten kundschaftet aus dem Weg. Ich komme nicht über Carsten. Doch, haha. Unbedingt den Schmied gucken. Oh, wir haben einen Schmied. Hallo, Schmied. Ah, oh, der kann ja tolle Waffen. Ah, oh, Äxte. Kriegsaxt. Deine Pike müsste doch fertig sein. Er kann ganz viel tolle Sachen. Der kann alles makellos machen irgendwie, ne? Auch so ein eisernes Breitschwert makellos.
Was ist denn daran anders? Übrigens, ganz am Rande, ich kann Ziegeltreppen bauen. Jetzt am Arsch. Jetzt bleibt das erstmal so. Ich habe ja nur leider keine Ziegel. Aha. Jetzt bleibt das so. Erstmal. Punkt. Ich würde nur gerne wissen, wie groß der Unterschied ist zwischen unseren normalen Waffen und die makellosen. Ob sich das lohnt, alles normal zu bauen, weißt du? Ich glaube, ich mach mal... Können wir eine Waffe bauen vielleicht? Irgendwie nicht. Baue einfach mal ein Doppelschwert. Ich habe hier eins quasi. Dann können wir mal vergleichen, wo da der Unterschied ist. Vielleicht ist auch die Haltbarkeit. Ja, irgendwas wird es ja sein. Kann er trotzdem nicht bauen. Warum das denn? Stahlbarer. Hat er doch. Hat er keine Lust oder was? Also, ich habe ganz einen Auftrag gegeben. Ich konnte es gerade nicht. Ach, vielleicht muss ich mal das Menü rausgehen. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber es ist ganz ein Auftrag. Gut, dann kann ich ja gleich vergleichen. In der Zwischenzeit baue ich hier nochmal so ein, zwei Gerüste auf. Sandstein. Einfach nur, weil ich das hübsch finde. Ich mache ein paar Säulen. Zehn brauche ich bestimmt. So. 27 Gesundheitsschaden, 20 Rüstungsdurchdringung. Und die makellose Geschichte ist stärker. 39 Gesundheitsschaden und 22% Rüstungsdurchdringung. Und 1200 Haltbarkeit. Und meine hat die Hälfte, sagen wir mal 600. Also es macht schon Sinn, vielleicht die Waffen nochmal neu zu bauen. Okay. So, ich habe mal bei der ersten Tür das Ganze ersetzt. Bei der einen Tür, da beim Mitra-Brunnen, da ist Ziegeltreppe. Okay.
Ja, ich glaube, wir können mal einen Break machen. Eigentlich folge ich schon lange genug. Ja, ich denke auch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne mal einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mann, das nicht.